Grüß Gott und hallo, ich bin Dr. Christoph Metzler, Kinder- und Jugendarzt und spreche über das Thema Bluterguss unterm Nagel. Das ist Ihnen bestimmt auch schon mal passiert, dass Ihnen etwas auf die Finger oder auf die Zehen fällt, es nicht nur sofort sehr stark wehtut, sondern danach eben auch ein Bluterguss unter dem Nagel sichtbar wird. Dieser Bluterguss entsteht durch das Platzen von Blutgefäßen, die sich direkt unter dem Nagelbett befinden. Das Blut kann da nicht einfach so wegfließen, sondern es bildet eine Blutblase, die auf das empfindliche Nagelbettgebiet drückt. Und das tut schon ziemlich heftig weh. Und es sind oft anfangs sogar Schmerzmittel nötig. Kühlen und sofortiges Hochlagern hilft natürlich auch. Aber ich zeige Ihnen jetzt mit diesem Video eine Methode, mit der Sie zumindest den Druck der Blutblase entlasten können und somit zu einer deutlichen Linderung der Beschwerden beitragen können. Diese Methode funktioniert auch bei Kindern. Und deshalb ist es nicht schlecht, wenn Sie sie kennen. Sie brauchen dazu nur eine Kanüle. Es handelt sich übrigens um das gleiche Werkzeug, das Sie auch zum Entfernen von Holzsplittern benutzen können. Hierzu finden Sie ein Video auch auf diesem Kanal von mir. Und mit dieser Kanüle bohren Sie ein Loch in den Nagel. Ich zeige Ihnen hier, wie das geht. Sie setzen die Nadel auf und drehen einfach die Nadel auf dem Nagel hin und her. Die scharf geschliffene Kanüle bohrt sich wie ein Bohrer durch den Nagel. Keine Angst, das tut nicht weh, solange Sie nicht mit der Nadelspitze das Nagelbett berühren. Und das tun Sie nicht, wenn Sie ganz vorsichtig so lange hin und her drehen, bis Blut aus dem gebohrten Loch kommt, das von unten hervordrückt. Natürlich ist es sinnvoll, das Kind während dieser Prozedur vollständig abzulenken, zum Beispiel durch Buch angucken und ihm natürlich nicht vorher die Nadel zeigen. So haben Sie eine Öffnung zur Blutblase geschaffen, das unter Druck stehende Blut kann rausfließen, der Druck wird deutlich weniger und damit eben auch der Schmerz. Hier sehen Sie, wie das Blut in nicht geringen Mengen aus den Löchern heraustritt. Es kann sich jeder gut vorstellen, wie groß der Druck und die Schmerzen waren. Anschließend machen Sie eine Jodsalbe und ein Pflaster über den Nagel und dann braucht man nur noch viel Geduld. Nach wenigen Tagen sind die Schmerzen meist weg. Nach ein paar Wochen löst sich der komplette Nagel allmählich ab und ein neuer Nagel wächst in der Regel von unten problemlos wieder nach. Wenn sich der Blutergussnagel mehr und mehr ablöst, ist die Gefahr des Hängenbleibens, zum Beispiel beim Sockenanziehen, recht groß. Und da ist es sinnvoll, den Zeh oder den Finger mit einem Heftpflasterstreifen zu umwickeln, um ihn davor zu schützen, versehentlich abgerissen zu werden. Solange er nämlich noch teilweise am Nagelbett festhängt, würde das sehr, sehr wehtun. Und nach 3 bis 6 Monaten allerdings, dann sieht alles wieder normal aus.